Berlin-Spandau. Hier lebt die unternehmungslustige Tierfreundin Sarah, die dem tristen Alltag den Rücken kehren und auswandern will. Passt nicht. Ich fühle mich so beschränkt. Eingeschränkt wollte ich sagen. Weil das ist mir hier auch alle zu enge in der Bude. Und draußen und überhaupt. Das ist mir allzu eng. Da kann man sich nämlich ja nicht richtig entfalten tun. Sarah zieht es ins sonnige Kalifornien. Nach Hollywood. Jedenfalls fahre ich jetzt nach Hollywood, da wo die jetzt reichsten wohnen und die Stars. Ja, da passe ich nämlich gut hin. Filmstar liegt mir im Blut. Soll ich mal zeigen? Hier, wen findet Nemo ihr Gesicht? Dann kann ich noch die Eiskönigin. Ohne wie eine Mobb-Tiep-Schieß fahre ich nirgendwo hin. Das kleidet dick auch mit, für die Oscars. Falls in Casting kommt, dann mache ich das hier. Das mit dem Film, wo das Schiff untergeht, das Schiff, wo die Frau da auf der Platte liegt, macht die so. Jack, 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 komm raus aus dem kalten Wasser! Komm da raus, holst du noch tot! Das ist auch ein Mobb-Tiep-Schieß. Ich hab eine große Mobb-Tiep-Schieß-Sammlung. Die mag ich ganz gerne, weil das sind Affen. Hollywood, ich komme! Vorausgesetzt, sie kriegt den Koffer zu. Hollywood, der Traum von Auswanderin Sarah. Dabei ist ihr die Entscheidung, nach Hollywood zu fahren, nicht leicht gefallen. Die Entscheidung, nach Hollywood zu fahren, ist mir nicht leicht gefallen. Wegen die Tiere. Ich liebe Tiere. Ich habe selber zwei Haustiere. Ein Hund, das ist der Oscar. Den liebe ich über alles. Ohne ihn bin ich nicht. Und dann denk oder eine Katze, die Kitty. Kitty, Kitty, komm mal her, wie eine kleine Süße. Ich kann die leider nicht mitnehmen, weil die nicht mehr in den Koffer reinpasst. Deswegen muss sie jetzt hier bleiben. Für ihren Traum Hollywood ist sie bereit, Opfer zu bringen. Hollywood ist mein Traumland. Da will ich hin. Ich habe auch schon eine super Geschäftsidee, wie ich Filmstar werde. Und zwar mit der Würstchenbude. Ich mache also zuerst eine Wurstbude auf und da drinnen, in die Wurstbude drinnen, dann ist auch ein Kino drin. Im Abstellraum. Und das Ganze nenne ich dann Cinewurst. Und in dem Kino bin ich denn der Star. Und wenn gerade kein Film mit mir laufen tut, dann verkaufe ich vorne Würstchen. Mit Kartoffelsalat. Oder ich verkaufe selbstgemachten Schmuck. Aus Kartoffelsalat. Aber ich mache nur Ketten und Armbänder. Für ihren Traum, nach Hollywood auszuwandern, will Sarah ihren sicheren Job als Hartz-IV-Empfängerin aufgeben. Aber dann erhält sie eine schockierende Nachricht. Wie, was, die sprechen da kein Deutsch? Natürlich sprechen die da Deutsch. Ich hab da alle Filme gesehen, da sprechen die Deutsch, doch. Was sollen die denn sonst sprechen? Hollywoodisch? Wie sieht es denn in der Praxis aus? Muss ich denen denn jetzt alle Deutsch beibringen, oder? Ach so, Englisch. Ach so, easy peasy. Englisch kann ich, das mache ich aus dem FF. Hamburger, Cola, Chips, Motherfucker. Ja, ich hätte da eins in Englisch gekriegt. Wenn ich in die Schule gegangen wäre. Ja. Heute ist es endlich soweit. Sarah macht sich auf den Weg nach Hollywood. Die Mütze habe ich selber im Internet gefunden. Ich glaube, das ist er. Das ist er. Aber mit einem hat sie nicht gerechnet. Ist das der Bus nach Hollywood? Nee. Und wann kommt der nach Hollywood? Ja nicht. Wie, was, ja nicht? Fällt dir heute aus? 9000 Kilometer ist das weg? Auf der Karte waren das nur 30 Zentimeter. Alles Fake News, wa? 9300 Kilometer. Wann muss ich denn da aufstehen? In alle früh um 11 Uhr oder was? Und dann feig oder ewig? Nee, lass mal. Das mach ich nicht. Das war auch gar nicht in der Planung drin gewesen. Dann suche ich mir lieber ein Land, was näher ist. Das google ich jetzt mal. Ich will nicht mehr. Da, ich hab was. Da kann ich so ja zu Fuß hin. Nach Kaufland. Goodbye, Deutschland. Tschüss.